Moin zusammen und willkommen zur 0. Folge Kung Fu Zlatan. Jungs, wenn es euch gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Hier auf meinem Kanal Marini, beziehungsweise auch auf meinem Clips-Kanal, Streaming-Kanal Marini TV. Und Jungs, checkt auf jeden Fall auch den Kanal von der guten Tomate ab. Schließlich mache ich gegen ihn so ein bisschen diese Pack-RTG-Serie. Sein Kanal findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wieso nullte Folge? Ganz einfach, ich will das Video nutzen, weil Tomate auch so wenig Zeit hat. Er ist ja der meistbeschäftigste Mensch der Welt. Ohne ihn würde die ganze Weltwirtschaft zusammenbrechen, glaube ich. Deswegen habe ich gesagt, komm, bevor er jetzt das ganze Regelwerk noch erklären muss, ja, mache ich jetzt schon mal dieses Video im Voraus, dass ihr Bescheid wisst. Und wenn er dann clever ist, der gute Tomate, kann er in seiner ersten Folge, kommen wir gleich zu, einfach auf dieses Video von mir hinweisen. Schon mal vorab, weil das wahrscheinlich die meisten interessiert. Wann kommt denn die erste Folge? Und die erste Folge wird am Mittwoch kommen. Und zwar bei Tomate auf dem Kanal wird seine erste Folge online kommen. Deswegen, Jungs, direkt abonnieren, auschecken, dass ihr die erste Folge nicht verpasst. Meine erste Folge wird nächstes Wochenende kommen. Ich habe mir jetzt mal offen gelassen, genau einen Tag zu nehmen. Ich habe jetzt einfach mal Wochenende gesagt, also Samstag oder Sonntag. Je nachdem, wie ich rumkomme, wird es dann direkt hochgeladen. Ich habe ja momentan kein zweites Projekt am Start, wie letztes Jahr, wo ich noch mit Hummels um die Welt hatte. Da kann ich sagen, da wird es auf jeden Fall erst im Januar mal so ein Infovideo geben, wo ich euch dann genauere Details über die Hummels um die Welt-Serie geben werde. Solange konzentrieren wir uns absolut auf dieses Projekt hier. Ganz wichtig, bevor ich es vergesse, schreibt definitiv gerne eure Meinung, eure Vorschläge, alles, was ihr habt, gern in die Kommentare. Wie findet ihr unser Regelwerk? Habt ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge? Was würdet ihr ändern? Und so weiter und so fort. Lasst es uns gerne wissen. Ab in die Kommentare damit. Dann will ich noch etwas sagen. Ganz wichtig, Jungs, dieses Format, es ist so ein kleines Battle vielleicht auch, aber es soll zur Unterhaltung dienen und es soll Spaß machen. Bitte keinen Hass verbreiten, bitte keine di unnötige Dislikes oder so, bitte keine Hetzkampagnen starten, weil es ist wirklich auch aufwendig, diese Videos zu machen, das ganze Projekt zu planen auf Dauer und so weiter und so fort, auch wegen Thema Zeit und so, muss ich einfach sagen. Deswegen nicht gegen einen von uns schießen, ihr könnt uns gerne Tipps, wie gesagt, geben, auch uns auf Fehler hinweisen, die wir vielleicht machen in der Folge. Wird alles passieren wahrscheinlich, aber bitte kein Hass verbreiten. Es soll zur Unterhaltung dienen. Es soll uns Spaß machen. Seid froh, dass ihr Videos bekommt und unterstützt uns bitte einfach beide. Das wäre eine riesengroße Bitte. Muss ich einfach sagen, wollte ich unbedingt loswerden. Und dann würde ich gerne jetzt weitermachen mit meiner Teampräsentation, mit welchem Team ich in die Serie reinstarten werde. Ich versuche das Ganze jetzt im Schnellverfahren, im Schnelldurchlauf euch irgendwie vorzustellen. Im Tor haben wir den Marco Plewe, keine Ahnung, wer das ist. Ist aus Chemiegründen im Tor. Er ist jetzt nicht der Größte, aber ich hoffe, dass der irgendwie was hält. Die Tore bisher in FIFA 23 sind so ein bisschen problematisch, von dem her habe ich da keine große Hoffnung, aber irgendeinen muss ich halt nehmen, wa? Und ich hoffe halt, dass der halt irgendwie gut ist. Dann haben wir auf der Rechtsverteidigerposition Jeremy Toljan. Gutes Tempo, gute Defensivsets als Silberspieler. Absolut solide. In der Innenverteidigung haben wir zum einen Malik Thiaw, Ciao, wie auch immer. Auf jeden Fall ein krasser Transfer von Schalke. Letztes Jahr noch zweite Liga gespielt, jetzt zum amtierenden italienischen Meister gewechselt. Aber darum soll es gehen. Five-Star Weakfoot, sehr, sehr starke Werte für einen Silberverteidiger. Und ich sage euch, der war für die Chemie, für mich zum Teambauen sehr, sehr wichtig. Ein deutscher Spieler vom AC Mailand. Deswegen habe ich auch gerne diese 3.500 Coins zu dem bezahlt. Ich denke, dass er doch am Anfang ziemlich gut sein wird. Im Gegensatz zu seinem Nebenmann, Lars Lucas Big Mac Mae, wo ich den letztes Jahr beim Fußballspieler zugeguckt habe, habe ich, glaube ich, jedes Mal das Kotzen gekriegt. Also so schlecht, wie der verteidigt. Also noch schlechter geht's, glaub nicht. Und es wird viel beim FC Bayern gesprochen oder wurde viel gesprochen jetzt im letzten Transfersommer, dass der gute Hasan sehr gute Deals abgewickelt hat.
Und alle sprechen über Mané, De Ligt und so weiter. Aber der größte Deal für mich vom FC Bayern war es, wie hat es Hasan Salihamidzic bitte geschafft, für Lars Lucas May vom FC Lugano den 1,8 Millionen Euro aus der Tasche zu ziehen? 1,8 Millionen für einen Spieler, der nur Fehler macht. Mein größter Respekt, wirklich. Ich hätte gesagt, wenn ihr maximal eine halbe Million kriegt, also Bayern, für den, dann habt ihr wirklich einen guten Deal gemacht. Aber das ist ja Wahnsinn. So, machen wir weiter. Auf der LV-Position haben wir Max Dombrovka, auch aus Chemiegründen, für einen Hyperlink von anderen Spielern vom SV Meppen. Kommen wir gleich zu. Zuerst aber unsere Sechser-Position, the one only Maschine, Patrick Eras. Darf natürlich nicht fehlen. Er hat ein Pace-Upgrade bekommen und ein Dribbling-Upgrade. Sehr, sehr geil. Der Rest ging einfach komplett nach unten. Ist eine absolute Maschine. Gering Arbeitsraten. Das heißt, er steht einfach nur rum. Auf dem rechten Flügel ist er nochmal ein Tick besser als auf der Sechser-Position. Aber auf der Sechser-Position will ich ihn auf jeden Fall erstmal spielen lassen. Hab den da auch schon 8 Spiele getestet und da hat er echt solide gespielt. Von dem her setze ich viele Hoffnungen in diesen Top-Mann vor der Abwehr. Daneben spielt John oder John Björkengren. Ja, über den will ich jetzt einfach nicht viel sagen, weil ich den Typ auch noch nie gesehen habe, beziehungsweise auch nicht kenne. Der ist einfach auch aus Chemiegründen drin, ein Schwede aus der Serie A, wegen unserem Starspieler. Im rechten Mittelfeld der Hyperlink zu Dombrovka. Marius Kleinsorge musste unbedingt in dieser Mannschaft sein. Eine absolute Legende aus der letztjährigen Miro Bajivo Serie. Hoffe, dass er genauso krass abgehen wird wie letztes Jahr. Über die linke Seite habe ich jetzt noch einen aus der zweiten Liga gebraucht. Da habe ich jetzt einfach mich für Robin Kehr entschieden, aus dem Grund, weil er einfach der Schnellste war auf der Position. Von dem her denke ich, viel Tempo auf dem Flügel kann nicht schaden. Von dem her spielt er jetzt einfach Robin Kehr. Im Sturm kommen wir dann zu unserem Starspieler Zlatan Ibrahimovic, 5-Star-Skills Forster Weakfoot. Wird in ein paar Tagen einfach 41, hat immer noch eine 82er Gesamtstärke. Nicht mehr das krasseste Tempo, nicht mehr die beste Ausdauer, aber das ist Tempo und Ausdauer, Jungs, ist doch mir scheißegal. Hauptsache, er kann gut schießen, er kann gut skillen, er kann gut köpfen und seine Ballkontrolle ist auch noch geil. Was will ich denn mehr? Von dem her, Zlatan ist eine absolute Maschine, einer der geilsten Spieler, den ich jemals beim Fußballspielen zugucken durfte, wirklich. Deswegen war das für mich klar, weil ich auch nicht weiß, wie lange ich mit ihm noch spielen kann in FIFA, wie lange es noch gibt, weil allzu lange wird er vielleicht auch nicht mehr spielen. Deswegen wollte ich unbedingt mit ihm nochmal was machen. Sein Sturmpartner ist auch schon etwas älter, aber dafür einer auch meiner Lieblingsspieler gewesen, einen, den ich immer wertgeschätzt habe, den auch viele lieben von den Verein, wo er gespielt hat. Die Rede ist von Finn Bartels. Auf den freue ich mich auch. Immer bodenständig gewesen. Klar, aus Tempo ein bisschen runtergegangen. Aber guter Schuss von Silberspieler. Gutes Passen. Dribbling, Beweglichkeit, Balance sind überragend. Und ja, Physis, Ausdauer und Stärke ja, und alles. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen unten. Aber darum soll es nicht gehen. Tempo und Physis, Jungs, mir doch egal. Damit können wir doch trotzdem arbeiten. Dann haben wir auf der Bank zum einen Franz Pfanne, auch eine Legende von der letztjährigen mit Hummels und die Weltserie, allein wegen dem Namen. Deswegen, die Bank muss ja aufgefüllt werden, von dem her habe ich mir ein paar Legenden dahingestellt. Dann haben wir als nächstes Henning Matriciani. Wieso habe ich den drin? Wieso habe ich einen Schalker drin? Wenn ihr euch den anguckt, von der Frisur her, denkst du, der Typ ist einfach 38. Und er ist einfach 22 und hat schon eine absolute Vollglatze. Fällt doch ganz oben so ganz kleiner, eine ganz kleine Insel so auf dem Schädel. Aber der sieht auch so ganz komisch aus, wenn du den mal spielen sehen hast. Also der wirkt wie ein alter Sack, ey, und ist doch so jung. Deswegen habe ich den einfach mal mit reingenommen. Da haben wir als nächstes auch eine absolute Legende eigentlich schon, nur wegen dem Namen. Stellt euch vor, der Gegner kommt hergetribbelt mit seinem Cristiano Ronaldo. Mit einem Ball am Fuß, Ronaldo und der Ball, weiß, ihr wisst ja, die können sich eigentlich nicht trennen. Nur wenn dann ein Innenverteidiger kommt und ihm den Ball abnimmt, dann heult der gute Ronaldo auch mal schnell. Und was ist dann entstanden? Genau, ein Herzenbruch. Und wenn es dann noch der Felix war, dann ist ein doppelter Herzenbruch entstanden.
Also der Typ mit dem Namen hast du dir auf jeden Fall definitiv schon ganz viele dumme Sprüche anhören müssen wahrscheinlich. Von dem her, wo ich den gesehen habe, den musste ich einfach mit ins Team mitnehmen. Dann haben wir als nächstes den guten Michel. Wir tun jetzt einfach mal, als wäre das, mit dem ich jetzt hier so auf PlayStation befreundet bin. Grüße gehen raus an dich, Michel. Ich habe dich in mein Team aufgenommen und ich hoffe, dass du doch gut performst, wenn ich dich mal bringen sollte. Machen wir weiter mit Oskar Schönfelder. Den habe ich jetzt einfach genommen als Flügel-Backup für Keo oder so. Ausgeliehen vom SV Werder an Jan Regensburg. Jetzt aber mit einer Kreuzbandverletzung ausgefallen oder fällt noch aus. Ja, habe ihn einfach mitgenommen. Genauso wie Lukas Schnellbacher. Einfach mal den Top-Torjäger vom SV Elversberg aus der dritten Liga mitgenommen. Dachte, damit kann man nichts falsch machen. Falls ihr Fußball spielen wollt im Profibereich, Elversberg, die nehmen jeden. Wie ich darauf komme, weiß ich auch nicht. Ich habe ja gedacht, ja, mit dem Schnellbacher kann man da als Stürmer-Backup erstmal nichts falsch machen. Dann ist das, Jungs, unsere Mannschaft. Ich muss mal kurz gucken, habe ich irgendjemand vergessen? Nö, sieht nicht so aus. Wichtig war es halt, dass man eine komplette Bronzebank haben muss. Die Bronzespieler darf man auch einwechseln, ist erlaubt. Fünf Wechsels gibt es jetzt in FIFA 23 für diejenigen, die es noch nicht auf dem Schirm haben oder hatten. Und in der Startelf musste neben dem Starspieler, der Gold ist, mussten fünf Bronzespieler drin sein und fünf Silberspieler. Das waren die Anforderungen und die habe ich auf jeden Fall hier erfüllt. Ich weiß nicht mal, ob ich auf der PS4 oder PS5-Version spielen soll, weil ich das gar nicht sagen kann, welche Version von beiden schlechter ist. Ich wollte natürlich sagen, ich kann das noch gar nicht einschätzen, welche Version von den beiden die bessere ist für mich. Dann, Jungs, haben wir gesagt, wir machen ein Drei-Stufen-Modell. Ich habe mich ja mit Tomate zusammengesetzt und wir haben das ganze Ding durchgesprochen. Das klingt vielleicht jetzt mit dem Stufenmodell ein bisschen seltsam, aber das ist eigentlich relativ einfach. Mein erster Starspieler ist ja der Zlatan. Das heißt, ich habe die erste Stufe von meinen drei erfüllt. Und ich habe ja überlegt, wie mache ich das? Da ich ja irgendwann wieder meinen Miroslav Klose Prime haben will. Und der kommt ja erst um Weihnachten raus. Und bis ich den dann kaufe, ist vielleicht Mitte Januar, Anfang Februar. Kommt halt auch darauf an, wie viel der dann kostet. Und deswegen haben wir dieses Stufenmodell gemacht. Und zwar werde ich irgendwann auf jeden Fall auf meinen Miroslav Klose Prime upgraden. Dann habe ich halt überlegt, wie mache ich das am besten? Mache ich dann die Pack-RTG erst ab Februar? Habe ich gedacht, nee, das macht ja gar keinen Sinn. Da habe ich halt überlegt, wie mixe ich das irgendwie so? Und da habe ich einfach mit Tomate gesprochen. Dann haben wir uns einfach entschieden, wir können die Starspieler einfach bis zu dreimal austauschen. Also, ich fange jetzt mit dem Zlatan an und wenn ich zum Beispiel irgendwie in 2 Monaten merke, oh, das Zlatan ist vielleicht doch nicht mehr so gut geeignet, weil das Gameplay gepatcht wurde und so und man kennt es ja alles und ich habe irgendwie vielleicht ein Premier League Team zum Großteil und dann kann ich meinen Starspieler upgraden auf die zweite Stufe, zum Beispiel auf einen, keine Ahnung, Kevin De Bruyne, wenn er halt gut reinpassen würde. Dann dürfte ich das problemlos machen und könnte dann zum Beispiel von Dezember bis Februar mit einem De Bruyne spielen auf Stufe 2 nach meinem zweiten Upgrade und kann dann mit dem dritten Upgrade auf meinen Miroslav Klose gehen. War das irgendwie verständlich? Ich hoffe doch. Wenn ich nur 2 Upgrades mache, dann ist das genauso erlaubt, aber man darf halt nicht mehr als 3. Das heißt, ich werde irgendwann halt von Kung Fu Zlatan, ohne dass ich irgendwie am Team was ändern, einfach irgendwann den Titel nur ändern auf Miro Machio. Dann machen wir das nach demselben Prinzip, wie ihr es bereits gekannt habt von der letztjährigen Pack-RTG-Serie. Wir machen 3 Spiele pro Folge, 2 Spiele im klassischen Spiel, in den Freundschaftsspielen und ein Spiel in Rivals. Allerdings ist jetzt die Erneuerung, dass wir dieses Rivals-Spiel selber auswählen dürfen, wann wir das genau spielen wollen. Das heißt, wir können das immer an erster Stelle spielen, wir können das immer an dritter Stelle spielen, wie wir wollen. Wenn wir dann im Spiel sind, ist die Differenz am Ende des Spiels die erspielten Packs. Das heißt, wir gewinnen vielleicht am Ende 3-1, mal angenommen, dann kriegen wir für unser Team 2 Packs. Wenn wir 8-0 gewinnen, dann kriegen wir natürlich nicht 8 Packs, sondern die Grenze liegt bei maximal 3 Packs in der Differenz. Eine Ausnahme ist, wie man Bonuspack bekommen kann, wenn der Gegner quittet,
Das heißt, wir führen 3-0 in der 60. und der Gegner quittet, dann würde es für uns nochmal ein Bonus-Pack geben. Das kann man entweder verwenden oder halt auch nicht. Das ist dann jedem selber überlassen, aber dann wären theoretisch auch 4 möglich. Das hört sich vielleicht am Anfang jetzt viel an. Jedes Spiel 4 Packs. Nee, weil ihr müsst überlegen, wie oft hatte ich in der letztenjährigen Serie so, ich habe es 1-0 geschossen und die Gegner sind direkt rausgegangen. Von dem her wird sich das irgendwann halt so ein bisschen ausgleichen, versteht ihr? Deswegen hat man das reingenommen. Nur, dass ihr das im Hinterkopf mal habt. Bei den Downgrades ist so, dass man pro Niederlage nur einen Spieler downgraden muss. Das heißt, wenn wir 8-0 verlieren, müssen wir natürlich nicht 8 Spieler downgraden. Das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Deswegen immer nur einer und das muss der Beste sein. Und zwar der beste Spieler neben dem Starspieler, weil der Starspieler darf nicht ausgetauscht werden. Wenn ich jetzt das erste Spiel verlieren würde, müsste ich den Toljan austauschen und downgraden. Und ich müsste dann vielleicht jetzt kein 100k-Pack ziehen, sondern muss ja schlechter werden. Vielleicht ein Prime-Elektrum-Spieler-Pack aufmachen. Und dann muss ich einfach so lange solche Packs ziehen, bis ich einen schlechteren Rechtsverteidiger als diesen Toljan habe. Und dann muss ich den hier einbauen. Wenn in einem Pack, wenn ich downgraden muss, zwei Spieler drinnen sind, also zwei Rechtsverteidiger, einen mit einer 71 und einen mit einer 65, muss ich natürlich den schlechtesten nehmen. Also immer positionsabhängig den schlechtesten aus dem Pack. Dann, wenn wir mit den Packs upgraden, wenn wir jetzt wieder 3-0 gewonnen haben, dann dürfen wir beliebige Packs ziehen. Also wenn jemand meint, nur 100k-Packs zu ziehen, ja, wenn das halt gehen würde, dann wäre das erlaubt, theoretisch. Machen wir nicht, aber es wäre theoretisch erlaubt. Wir haben da wirklich freie Wahl und dürfen ziehen an Packs, was wir wollen. Ich denke, ich habe das letztes Jahr gut hingekriegt. Von dem her, ja, orientiere ich mich einfach daran, wie ich es da gemacht habe. Aus den Packs, die wir dann ziehen, muss aus jedem Pack ein Spieler ausgewählt werden, nach freier Wahl beim Upgraden. Wie gesagt, beim Downgraden ist man gezwungen, den schlechtesten zu nehmen, positionsabhängig. Aber beim Upgraden muss ich mich für einen nach freier Wahl einfach entscheiden, den ich haben will für die Mannschaft. Jetzt mal angenommen, wir haben die drei Packs gezogen und haben hier drei Spieler dazu. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, hier wären drei Neuzugänge, die wir uns ausgesucht haben aus den drei Packs. Jeweils einer aus jedem Pack und die müssen dann entweder in die Startelf kommen oder zumindest auf die Bank. Ich muss die drei Spieler auf jeden Fall dann in den 18er Kader aufnehmen, ob ich will oder nicht. Wenn ich dann im nächsten Spiel wieder 3-0 gewinne, kann ich die drei tief, also theoretisch dann wieder austauschen, aber nach jedem Spiel müssen die Spieler, die man da bekommt, auf jeden Fall in den 18er Kader aufgenommen werden. Und man muss auch jedes Spiel genau 18 Spieler haben. Man darf nicht mehr Spieler im Kader haben als die 18. Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig zu beachten. Und dann haben wir noch gesagt, uns darauf geeinigt, Packs dürfen in die nächste Episode auch mitgenommen werden. Gerade vielleicht am Anfang kann es sein, dass man vielleicht, jetzt mal angenommen, wir haben im letzten Spiel drei Packs erspielt, aber ich finde jetzt vielleicht in der SBC ist kein Pack mehr oder ich habe kein Pack mehr, wo ich habe aufsparen können. Dann kann man die drei Packs von dieser Episode in die nächste Episode mit rübernehmen. Man muss die aber direkt zum Start der nächsten Episode ziehen, ansonsten verfallen die. Also ich kann jetzt nicht meine drei erspielten Packs vielleicht vom letzten Spiel einfach in die nächste Episode mitnehmen und dann irgendwie nochmal ein Spiel spielen. Das erste in der nächsten Episode habe ich nochmal drei Packs, habe ich sechs in Summe und dann mache ich alle sechs nacheinander auf. Das geht nicht. Man muss die direkt, wenn man die überträgt, direkt zum Start der nächsten Episode aufmachen. Dann haben wir noch Upgrades für Starspieler und Upgrades von SBC-Spieler. Upgrade Starspieler ist damit gemeint, wenn jetzt mein Zlatan irgendwie eine Informkarte bekommt oder eine Spezialkarte aus dem kommenden Event, wenn ich die dann kaufen möchte oder habe, darf ich die problemlos upgraden natürlich, ohne dann dieses Drei-Stufen-Modell, wie ich vorhin vorgestellt habe, irgendwie zu belasten. Das ist natürlich vollkommen erlaubt. Das ist mit Upgrade Starspieler gemeint und das mit den Upgrade SBCs Spieler. Das erkläre ich euch jetzt anhand von Beispielen.
Mal angenommen, es wäre jetzt dieses OTW-Event und ich würde einen goldenen Di Maria ziehen, ja, dann wäre es theoretisch erlaubt, dass ich dann diesen Once-to-Watch Di Maria abschließen dürfte und ins Team stellen dürfte, weil ich den ja nicht ziehen kann und der ja momentan als SBC verfügbar ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Tomate und ich haben uns geeinigt, dass wir uns damit zu 100% erst beschäftigen, wie wir das genau umsetzen wollen, wenn der erste Fall mal eintrifft. Dann wollen wir uns nochmal zusammensetzen, wollen das besprechen. Ich wollte es halt nur grob ansprechen, weil wir das mal ja in den Raum geworfen haben, die Idee. Weil ich habe das ja letztes Jahr auch gemacht, wo ich dann gesagt habe, ich hätte gern diesen Chiellini als Innenverteidiger, den 96er in meiner Mannschaft. Ich kann ihn aber nicht ziehen, aber ich hab den 86er gezogen. Ja, den 96er kann ich ja nicht ziehen, weil es eine SBC-Karte ist. Diese End-of-an-Era-Karte meine ich in FIFA 22. Deswegen habe ich den dann auf den 86er, auf den 96er geupgradet. Und das kann man halt auch dann mit in FIFA 23 machen mit den SBCs. Genauso angenommen, ich ziehe so ein, keine Ahnung, 80er Kim Min-jae von Neapel und der ist hier irgendwie als POTM, dann könnte ich den 80er quasi austauschen und dafür den 82er nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich ja die Special Card, die es hier als SBC gibt, nicht ziehen kann theoretisch, aber ich die normale Goldkarte gezogen habe. Ich hoffe, ich habe das irgendwie verständlich rübergebracht, genauso wie ich verständlich das verständlich erklären konnte teilweise. Ich hoffe, das ist mir ganz gut gelungen, dass ihr das ganze Prinzip verstanden habt, die ganzen Regeln. Falls ihr irgendwas nicht verstanden habt, irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen oder Vorschläge, was man ändern kann, oder ihr neue Ideen habt, was auf jeden Fall noch mit rein muss in die Serie, lasst es mich, wie gesagt, gerne wissen. Alles ab in die Kommentare, dann lese ich mir das durch, bespreche es mit Tomate und dann sind wir am Ende der nullten Folge. Es hört sich irgendwie komisch an, wenn man es ausspricht, angekommen. Checkt wie gesagt die gute Tomate ab. In der Videobeschreibung. Am Mittwoch kommt die erste Folge auf seinem Kanal online. Ich habe auf jeden Fall schon richtig Bock, selber loszulegen. Muss aber noch ein bisschen warten. Aber ich freue mich schon sehr drauf, wenn meine erste Folge dann nächste Woche dann am Wochenende auch online kommt. Entweder Samstag oder Sonntag, habe ich ja gesagt am Anfang. Dann bin ich soweit durch. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo gern da. Und dann hört man sich nächstes Wochenende zur ersten Folge wieder. Macht's gut, Jungs, haut rein und ciao, ciao.